Ja, also wir haben einige Filme gedreht, die sehr, sehr gut beim Publikum angekommen sind. Es ist sehr viel schwerer, Leute zum Lachen zu bringen, als zum Weinen. Ein alter Satz, du hast es immer geschafft, du hast die Kritiker zum Weinen gebracht und die Leute zum Lachen, das ist ein großes Verdienst. Ich werde dieses Schlosshotel fertigstellen. Verlass dich drauf. Ist das nicht ein wunderschöner Ort? Ja, das kann man wohl sagen. Doch ich pflanze mir dort einen netten Burgturm ein. Es war entzückend, Baby. Wir haben jetzt ein Geschäft. Und um dich muss ich mich jetzt alleine kümmern. Wirst du wieder Klavier spielen? Vielleicht. Eines Tages. Du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Mama hat mir viel von Europa erzählt. Und von Oma auch. Hat sie das? Ja. Bist du mir böse? 100 Rosen für ein Kind, ja. Mein Name ist Hartung, ich habe meinen Bruder hergebracht. Ach, den kleinen Paul. Das ist ein netter, ich meine. Oh, Entschuldigung. Holt mich runter! Diese beiden Trikes hier bekommen Sie, wenn Sie für uns eine Werbefahrt fahren. Unsere Klunker für eure Gesundheit. Du hast selber gesagt, es hat dir wohlgetan. Da kann ich nichts dafür. Josephine ist die lebende Anklage gegen die Lüge dieser Zeit. Na du Gauner, wie geht's dir? Danke gut, Mami. Ich will hier raus. Als Mann siehst du eigentlich gar nicht so blöd aus, Andi. Unheimlich sexy, was? Also, wer war's? Das weiß ich doch nicht. Er sieht nicht schlecht aus. Schwarz oder weiß? Wie? Wir müssen jetzt 9 Monate zusammenhalten, bis wir wissen, wer der Vater ist. Die Angewohnheit der Österreicher, sich aus dem All auf die Erde fallen zu lassen, ist verhältnismäßig neu. Man braucht auch ein bisschen Zielwasser. Ja, aber das war fürs Publikum und vor allem, was der Hauptteil dieser Filme ist, ist jugendfrei, also für die Kinder. Es kann wirklich die Familie wieder ins Kino gehen.